Im heutigen Video zeige ich drei Lieder, die nur aus einem Akkord bestehen. Ich zeige eine einfache Grundversion der Lieder und da die Art von Songs doch eher speziell ist, zeige ich danach dann auch noch eine Möglichkeit, wie man das Ganze ein bisschen aufwerten und interessanter gestalten kann. Wir starten direkt mit dem ersten Lied, Papa Was a Rolling Stone von den Temptations. Und bevor ich jetzt lang drum herum rede, spiele ich erstmal meine abgewandelte Version vor. Papa was a rolling stone, wherever he laid his head was his home. When he died, das ganze Lied wirkt eher wie ein Jam auf dem B-Flat-Moll-Akkord. Im Original gibt es eine funky Wawa-Gitarre, die aber nicht immer dasselbe Pattern spielt, sondern sehr, sehr frei drüber spielt. Wie gesagt, es wirkt eher wie ein Jam. Und ab und zu spielt die Gitarre auch so kleine Blues-Licks und Single-Note-Lines. Dazu erkläre ich aber jetzt gleich mehr. Es gibt also in dem Lied keine direkte Begleitung, die immer durchgeht. Eine rudimentäre Möglichkeit, wie man das Lied dann begleiten kann und auf das man immer zurückgreifen kann, wäre jetzt so eine Funk-Begleitung. Der einzige Akkord, auf dem wir hier spielen, ist der B-Flat oder BB-Moll. Kann man sich super an dem Barré-Griff hier orientieren. Sechster Bund. So, als hätten wir quasi hier ein Capo im sechsten Bund und würden einen E-Moll-Akkord greifen. Und aus dem kann man jetzt so eine coole Funk-Begleitung spielen. Und ich finde es bei so Funk-Begleitungen super, wenn die tiefen Saiten nicht mit dabei sind, also die Bässe nicht, sondern eher die hohen Saiten. Und ich spiele jetzt da auf den hohen vier Saiten. Das heißt, ich greife jetzt mit dem Zeigefinger Barré im sechsten Bund auf den hohen drei Saiten und greife zusätzlich die D-Saite im achten Bund. Und die tiefe A-Saite und die tiefe E-Saite spiele ich nicht mit. Das wäre der Akkord. Dadurch sind die grummeligen Bässe nicht mit dabei. Und hier würde ich jetzt spielen. Wie gesagt, es gibt keine feste Begleitung in dem Lied, das ist sehr offen. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, da spielt er so eine funky Wawa-Gitarre, also mit so einem Wawa-Pedal. Ich habe leider keins da, weil ich so selten E-Gitarre spiele. Ich habe meins ausgeliehen. Genau, und mit dem Wawa-Sound könnte man jetzt das super spielen. Das wären die Zählzeiten 1, 2 und die ganz kurz halten. Das heißt, nach dem Anspielen in der Greifhand sofort den Druck wieder wegnehmen. Nicht die Finger ganz weg, sondern nur leicht den Druck wegnehmen, dass die Saiten abgestoppt sind. Und mit ein bisschen Hall auf der E-Gitarre klingt das cool. Man kann das alles übrigens auch auf der Akustikgitarre spielen. Und dann spielen wir drei Sechzehntel nacheinander. Eins, zwei, drei E und. Ab, auf, ab. Und dann auf die Vier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei E und vier. Und dazwischen kann man immer schön mit diesen Chakras auffüllen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit und das kann man natürlich in sämtliche Richtungen variieren, sorry. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man die Begleitrolle abgibt und dass man einfach so kleine Blueslicks bzw. Single-Note-Lines mit reinspielt. Das mit den Blueslicks habe ich ja vorher, als ich es vorgespielt habe, schon gemacht. Das sind diese... So kleine Licks aus der B-Flat-Moll-Blues-Pentatonik. Die ist cool. Also und man kann jetzt da die Blue Note mit dazu nehmen, habe ich nicht gemacht. Und diese Licks passen da super rein. Und so weiter. Und Single-Note-Lines, das ist jetzt quasi so ähnlich, bloß dass man, also
Ich finde, Single Note Lines sind quasi so kleine wiederkehrende Melodien. Also so eine Mischung aus Licks, aber doch ein bisschen mehr Struktur dahinter. Und ich finde, das klingt im Funk total cool, wenn man das Ganze leicht abdämpft mit der rechten Hand. Und immer schön mitgrooven. Und wie du schon merkst, ist das Video eher eine Inspiration, was man aus diesen One-Chord-Songs machen kann. Und weniger ein Tutorial, wo ich sage, hey, das Lied wird jetzt 1:1 so und so gespielt. Das ist bei der Art von Songs auch total schwierig. Und ich bin jemand, ich möchte gern so ein bisschen die Idee dahinter mitgeben. Nicht nur sagen, drück da und mach das, sondern hey, da kann man mit der Pentatonik drüber spielen. Und das wäre doch eine Idee, wie man sich selber was zurechtlegt. Und das, was ich am Anfang gespielt habe, habe ich mir selber zurechtgelegt. Und das möchte ich dir jetzt auch zeigen. Und zwar habe ich immer auf die 1, also stimmt nicht, sondern ich habe auf die 4 und die 1 vorbereitet. Ich habe auf die 4 und 2 Bünde unter dem Grundton gespielt. Also in dem Fall jetzt das Ass, vierter Bund. Und auf die 1 dann den Grundton vom Akkord, das B-Flat. 1, 2, 3, 4 und 1. Und das Ganze habe ich leicht abgedämpft mit dem Handballen in der rechten Hand gemacht. 1, 2, 3, 4 und 1. Und dann habe ich immer auf 2 und 4 den Nachschlag gemacht. Ich greife jetzt da doch den ganzen Akkord nicht so wie vorher, vorerst mal, weil ich ja den Bass spiele und dann versuche ich eben nur die hohen Saiten zu treffen. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1. Und dann kommt kleine Terz aus der Moll-Pentatonik raus, also das ist jetzt hier der 9. Bund, zweimal, dann wieder das Ass und zweimal den Grundton B-Flat im 6. Bund. Miteinander klingt es dann so. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, dann spiele ich fertig. 1, 2, 3, 4 und 1 von vorne. 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1. Und das dann im Loop. Und so weiter. Und als ich dann auf die kleinen Licks gewechselt habe, habe ich dann auch den Griff hier gewechselt. Ich wollte das nicht von Anfang an machen, weil viele sagen, hey, ich kann das mit dem Daumen nicht. Da kommt übrigens nächste Woche ein Video dazu, zu diesem ganzen Thema mit dem Daumen greifen. Auf jeden Fall wollte ich das jetzt nicht von Anfang an machen, weil sonst viele sagen, hey, das ist mir zu schwierig, das will ich so nicht spielen oder das kann ich sowieso nicht spielen. Man kann es ganz klassisch spielen, aber eben auch mit dem Daumen. Und das würde ich jetzt an der Stelle bevorzugen, weil ich finde, dass man dann schöner in diese kleinen Licks reinkommt, weil die Finger schon super da liegen. Hier müsste ich dann erst, wenn ich jetzt da die G-Seite spiele, die Position wechseln. Und das habe ich halt, wenn ich mit dem Daumen übergreife, von Anfang an schon richtig. Genau, und da kann man dann super mit sich selber jammen und sich immer wieder so ein bisschen die Bassline geben und kleine Licks dazwischen spielen. Ich habe jetzt auf meiner Homepage eine Seite mit meinem Equipment eingerichtet, weil ich immer wieder gefragt werde, hey, was spielst denn du, welche Gitarre ist das, welche Saiten nutzt du und so weiter. Die Homepage heißt www.fingerfuchs.de und dann /equipment. Auf der Seite findet man auch Links, das sind sogenannte Affiliate-Links, das heißt, wenn man über diese Links was kauft, muss sogar nicht das Produkt sein, kann auch ein anderes Produkt sein, dann bekomme ich eine kleine Provision, du bezahlst aber nicht mehr. Also das ist das Coole, du zahlst nicht mehr und kannst dadurch auch ein bisschen den Kanal unterstützen. Der Song steht komplett in B-Moll. Viele sagen auch H-Moll. Ich freue mich schon wieder auf die Diskussion. Wir wissen, was gemeint ist. Es ist ein Rhythmus, den man auf der Gitarre spielen kann, beziehungsweise den ich da auf der Gitarre spielen würde. Das ist nicht der Originalrhythmus. Im Original ist eine Wawa-Gitarre drin, also auch wieder mit dem Wawa-Pedal.
ja, die eigentlich mehr so für den Effekt da ist und schwer rauszuhören ist, was da genau gespielt wird. Es sind immer nur ganz kurze Schläge auf jeden Fall. Und was ich jetzt da auf der Gitarre gemacht habe, ich habe die Bassdrum gedoppelt. Die Bassdrum macht bum, 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 bum. Und das habe ich auf der Gitarre eben mit dem Bemoll-Akkord gedoppelt. Ich zeig's mal. Ich spiele den Bemoll-Akkord hier in der siebten Lage, beziehungsweise im siebten Bund und greife die E-Moll-Version. Also es ist ein Barré-Akkord, der Zeigefinger liegt im siebten Bund und ich greife vom Bild hier E-Moll, so als würde im siebten Bund der Capo sein. Genau. Und wenn ich das jetzt so alleine spielen würde, um dazu zu singen, was jetzt bei mir nicht ganz so gut funktioniert, aber ich wollte es einfach demonstrieren, dann würde ich eben diese Bassdrum imitieren. Und zwar so. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ich spiele auf die 1, 1, 2 und auf die 2 und mache ich dann einen Aufschlag. Dann auf die 3 und auch. Und auf die 4 und. Also 1, 2 und 3 und 4 und. Und auf die nächste 1 spiele ich dann wieder einen Abschlag. Ich mach mal. 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4. Dann wird den ganzen Takt gewartet. Und hier ist es auch cool, wenn man die Akkorde wieder abstoppt mit der linken Hand, indem man einfach nur leicht den Druck wegnimmt. Also ich lasse es nicht klingen, nicht so. Sondern klingen alle kurz. Eins, zwei, und da das Ganze ein zweitaktiges Pattern ist und wir im zweiten Takt nur auf die 1 den Abschlag machen und sonst nichts, eignet sich das natürlich auch ganz gut, um selber kleine Licks zu spielen. B-Moll, Pentatonik bzw. auch Blues-Pentatonik. 1, 2, 3, 4. Und so weiter. Mehr gibt es zu dem Lied eigentlich gar nicht zu sagen. Der dritte Song ist der One-Chord-Song von Keith Urban. Das Lied ist sehr unbekannt. Es ist eigentlich ein Hidden Track auf dem, muss ich nachschauen, Golden Road Album. Ich kenne eigentlich gar nicht so viel von ihm. Aber ich habe eine Live-Version gefunden, die man ganz cool nachspielen kann. Und das ist eigentlich eher lustig gemeint, das Lied. Aber der Rhythmus ist ziemlich cool und es macht voll Sinn, das mal nachzuspielen, weil es echt groovig ist. This is my one. Der Link zur Aufnahme ist unten in der Videobeschreibung. Er spielt die ganze Zeit einen G-Akkord, aber er spielt keinen G-Dur-Akkord, sondern er spielt einen G-Power-Akkord. Und zwar in der Version, wie ein AC/DC auch oft spielt. Ich zeige das Ganze mal. Dazu greift man jetzt den G-Dur-Akkord mit zwei Fingern, also mit dem Ringfinger auf der B-Seite im dritten Bund und mit dem kleinen Finger auf der E-Seite im dritten Bund. Und man lässt den Zeigefinger weg. Man greift quasi mit dem Mittelfinger so, dass die, Achtung, die A-Seite abgedämpft ist, also leicht berührt wird. Die meisten machen das eh automatisch, wenn man G-Dur greift. Genau, weil der Mittelfinger so schräg drauf liegt. Auf jeden Fall soll man die A-Seite nicht hören. Das ist jetzt ein Power-Chord, weil der Ton B fehlt. Und ich weiß, ich sag B, internationale Sprechweise, und ich sag B-Flat. Wenn es noch einen Halbton tiefer ist, also die Kommentare kann man sich mittlerweile sparen. Ich denke, es weiß jeder, was gemeint ist. Gut, der Rhythmus. Es ist ein durchgängiger 16-Rhythmus und das ist ziemlich cool. Also eigentlich, wenn ich jetzt durchgängige 16 spielen würde, dann würde es so klingen. Klingt bescheuert. Und was er macht, er teilt das Ganze auf. Er spielt die 1 auf der Bassseite, also den Basston, und dann eher auf den mittleren Seiten. Eine Runde.
Also man muss jetzt nicht speziell in der Mitte irgendwie einzelne Saiten treffen, aber halt einfach nicht den ganzen Akkord spielen. Und das Ganze im Wechselschlag, also Basston ab, dann ein Aufschlag, dann wieder ein Abschlag, dann mache ich jetzt ein bisschen mehr Saiten und dann wieder ein Aufschlag. Und dann legt man hier die Hand drauf. Am besten mit so einem Chuck-Geräusch. Und nachdem wir jetzt den Schlag gemacht haben, spielen wir auf, ab, auf, also die letzten drei Sechzehntel. Eine Unde, zwei E-Unde. Und das muss man ein bisschen üben, bis man das so hinkriegt wie ich. Ich krieg's auch nicht ganz so hin. Jeder hat auch so ein bisschen seinen eigenen Style. Aber ja, da einfach mal ein paar Minuten dranbleiben über ein paar Tage und den Groove auschecken, weil der total cool ist. Was man auch machen kann, ist die 1 reinsliden. Ja, also wie gesagt, es ist eher ein Spaß-Song, aber ich finde den Rhythmus cool und da kann man sich ausprobieren und vielleicht auch so ein bisschen seinen eigenen Style dann weiterentwickeln. Ich habe noch mehr Videos in dem Style, wie zum Beispiel das hier, Songs, die nur aus 2 Akkorden bestehen. Nächste Woche gibt es dann ein Video zum Thema Greifen mit dem Daumen, ein sehr interessantes und umstrittenes Thema. Und um das nicht zu verpassen, bitte Abo und vor allem die Glocke nicht vergessen, denn ohne die Glocke gibt es keine Benachrichtigungen. Ich wünsche ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao!